Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Kingdom Hearts Unchained. Ja, wir haben zuletzt ein paar Teile für das Spaceship von Goofy und Donald gesammelt. Und ja, am Ende haben sie sich in ein Auto gebaut, aber meinten, es fehlen halt doch noch Teile und die sind in alle Welten verstreut. Deswegen darf ich jetzt wieder in alle Welten zurück und bin jetzt in den Zwergenwald. Und habe irgendwie eine Flasche gefunden mit einer Botschaft von dem Sleepy, von dem schlafenden Schlumpf. Nicht Schlumpf, wie heißen die, Zwerg. Und ja, soll den jetzt suchen. Zweimal haben wir schon mal, sind wir irgendwie im Wald hin und her gelaufen und haben nichts gefunden. Und jetzt finden wir wahrscheinlich Sleepy. So, immer noch in dem Event, dass alle Sachen, die man macht, alle Quests, egal ob normal oder special, nur 1 AP kosten. So, das nächste Level ist Nummer 51, Sleepy, Grumpy and Trouble, Dark Forest, Jaws of the Crocodile. Defeat all enemies in einem Zug, 2 Spezialfähigkeiten benutzen und Treasure Tooth soll ich ausrüsten. Aber das hätte ich sowieso gemacht bei Gegnern, die stärker powerempfindlich sind. Bam, der ist sehr stark. Sorry. I wish that monster would let us through. Ah, let him. Wibble Wobble. Was für ein Name. Mal gucken, ob das eine richtige Kiste ist oder ob das eine Mimik ist. Okay, da sind schon unsere Freunde. Er ist alleine. Das heißt, ich krieg den noch bestimmt. Trotzdem 1000 Schaden, obwohl sie schwach gegen ihn ist. Aber es sieht gerade nicht so gut aus. Deswegen benutze ich mal Fähigkeiten. 13 Hits. Heftig. ...831 Schaden. Pro Schlag. Das heißt über 10.000, nur eher. Und ein Level Up bekommen. Und Sleepy und Grumpy befreit. Einmal Jiminy Cricket bekommen. Oh, Nogri, sehr gut. Mit Metrie-Shards und ein neuer Titel, Drowsy. Who asked you for help? I could take down that one. Are you sure? We were there for a long time. I was getting kind of sleepy. Shh, ya fool. You're always sleepy. Stop whining. You come to lead us out of here? Then what are you waiting for? Die Zwerge reden echt komisch. You came for us? That's well, but can I take a short nap first? No time for that now. Come on, before they fall asleep, kid. Protect Grumpy and Sleepy from the Heartless. So, nächstes müssen wir alle Gegner in einem Zug besiegen, 2 Spezialfähigkeiten einsetzen und 200 Lux sammeln. Okay, jetzt macht es ja Sinn, dass man wieder zurückläuft. Das habe ich ja schon in der letzten Folge bemängelt, dass man echt viele Quests eine Welt doppelt und dreifach läuft und sich einfach mal nichts verändert. Man läuft sie einfach nur hoch und runter und plötzlich ändert sich irgendwas. Also storymäßig.
zu doof. Ich hätte es auch mit ihr machen können, dann hätte ich einen Ability Point gespart. Achso, das ist schon der Boss. So, ich kann ja mal kurz was gucken. So, das braucht jetzt auch Aurikalkon. Zu teuer. Achso, das Sephiroth. Road 14 13. Wieder übelst günstig. Schade. Na dann, lass es erstmal so. Ich wollte eigentlich gerade ein Upgrade machen. Aber die brauchen alle Aurikalkon. Beziehungsweise Mithril-Shards. So, im Avatar-Board war ich aber auch schon ewig nicht mehr. Ich habe mir jetzt angewöhnt, im Avatar-Board nur die Punkte zu verstärken, die mich wirklich brauche. Das heißt HP, AP und Kosten. Und im Normalfall lasse ich die Sachen hier übrig, aber die mache ich jetzt trotzdem, weil ich dann noch AP und HP kriege. Aber anderen habe ich die jetzt freigelassen, weil lohnt halt nicht. Man kriegt dafür dann nur ein Kack-Kostüm und ich habe nicht vor, meinen Charakter hier einzukleiden. Das finde ich eh ein bisschen schwul. Story und weiter geht's. Alle Gegner in einer Runde besiegen, 15 Gegner besiegen und Only Power Medals. Okay. Only Power, das heißt Treasure Truth und Only Power rein. So, dann machen wir noch einen Bambi dazu und ihn. So, ich weiß nicht, ob die Bedingung auch dafür zählt, aber deswegen nehme ich jetzt einfach hier einen Power-Typ rein. Ich kam von rechts. Jetzt kann ich hier wieder reinlaufen. Manche Gebiete sind echt riesig. Und das macht keinen Sinn. Aber gut.
Ach scheiße, ich sollte da glaube ich zwei Fähigkeiten benutzen. Nee, zum Glück hier nicht. Weil das vergesse ich dann immer, weil ich normalerweise die AP nicht ausgebe. So, jetzt bin ich auf jeden Fall überladen mit den ganzen Items. Ein Red Boss. So, jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal wieder kampffähig. So, na dann zuerst den Raid Boss. Huhu, und das ist gerade ein Speed-Typ. Was kann der? 7 Powerful Attacks. Fix more damage to poison. Nee, da ist der deutlich besser. ...56.000 und 6.000 ist dann damit wieder seine HP. Ich finde es immer schade, dass nicht da steht, ob er jetzt zwei Hits an einem Gegner macht oder an mehreren. Aber ich glaube mittlerweile, dass man das doch sieht. Und zwar ist hier die beiden in der Mitte, da ist diese Bubble irgendwie größer mit dem weißen Rand an der Seite. Und bei ihm hier und den anderen beiden vorne, Bambi und Beast, es ist nur ein so ein Stern. Aber vielleicht ist das auch nur Zufall. Bam, der hat Schaden gemacht. Bambi ist Power-Typ, steigert aber Magie als Fähigkeit. So, ich gucke mir mal die Fähigkeit von ihm an. ...7×991. Jetzt brauche ich auf jeden Fall nichts mehr machen. Da reichen die normalen Attacken jetzt. Level up! Yellow Gummiship. Fließmantel. Hey, cool, wir haben ganz viele Mokris bekommen. Mokris bringen Kohle. Das heißt, ich habe jetzt genug Geld, um eigentlich meinen Goofy mal aufzurüsten. Ach halt, geht ja noch gar nicht. Da noch nicht Max Level ist. Aber Beast ist schon 5. Der brauchte, glaube ich, ja, andere. Swap, Sword. Sword by Level. Dann mache ich ihn. Nee, er braucht die blaue Fee. Sie ist noch nicht vollständig. Ja, also definitiv nicht. Nee, okay, ich habe also keinen, der ansatzweise in Level Range ist. Na gut, dann mach ich erstmal weiter.
So. Large Body besiegen. Alle Gegner in einer Runde besiegen. 10 Gegner besiegen. Defeat the Morning Star within 3 Turns. Mhm. So, jetzt muss ich aber wieder umskillen. Das Schwert. So, der hat nur Stärke. Da habe ich ein Magiefeld mit drin. Hier habe ich 2 Magiefeld, aber es sind nur. Ist die Frage, ob es sich lohnt. Nee, um 4% nicht. Da mache ich lieber hier ein paar raus. Und nur Magietypen rein. Oh, Akku wird leer. So, 3-7 finde ich aber ein bisschen schwach. 4-4, das können wir doch schon eher machen. 2 Moderate Hits. Na gut. Probieren wir es mal mit dem Donald. Ich glaube aber, er hat trotzdem den falschen noch drin. Ja, hat er. Ich verstehe nicht warum. Ich habe 1000 Mal drauf geklickt. So, ich gehe erstmal in den zweiten Floor. Morningstar, okay. Das ist unser Spezialgegner. ...4000 Damage. Und wie viel macht sie? 7800, 5,6 also. Habe ich eigentlich ein Gesamtding? Ja, in einem Zug. Das wird schwach. Schwer. Tja, hätte ich einen besseren Donut gehabt, dann vielleicht. Den in 3 Zügen zu besiegen ist easy, aber. In einem war gerade zu hart. Na gut, dann wieder in den Main Floor zurück. Ist übelst schwach, der Typ. Das war schon ein Large Body. Ich werde den hier vergessen. Aber ich muss das Level ja sowieso nochmal neu machen. Thank goodness, you're both safe. Of course we are. You saved the day again, thank you, friend. Now we best go home, go to the mine to look for the others. Oh. Well, we ain't got all day. He won't last a minute longer. Wow, look. At other gummy blocks you've collected. Why don't you deliver them to Daybreak Town?
nicht mehr 4 Punkte und ich kann Sephiroth mitnehmen. Ganz schön teuer alles. So, aber egal, wir sind fertig. Ach komm, wir nehmen das noch schnell mit. More gummy blocks, thanks. No, we need blocks for the engine. Hey gang, look at this. The radar acting all wonky. Maybe it's trying to show us the location of the blocks we need. See the radar pointing to the market across the bridge. Say, Paul, would you mind checking it out for us? Im Moment dachte ich, es ist eine reine Story-Map ohne Kämpfe. Aber ich beeile mich, weil wir sind schon über der Zeit. Ich glaube, das ist schon der Boss. Verkackt. Ja, war er. Ja. Bestimmt 9 oder so. Juwelen und ganz viel Money. Na gut, dann mache ich hier erstmal Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!